Ist die PlayStation 5 Pro überteuert und unnötig? Sie ist zwar kleiner, leiser und bietet mehr Leistung als die Standard PS5, doch 800 Euro und das ohne Laufwerk und Standfuß ist einfach unverschämt. Sony verspricht mit der PlayStation 5 Pro die Bildqualität des Quality Modes der PS5, aber mit 60 FPS. Reicht die Leistung dafür? Ist die Bildqualität wirklich besser? Und wer sollte sich diese Konsole überhaupt kaufen? Die PlayStation 5 Pro ist ohne Frage die leistungsstärkste Konsole der Welt. Auf dem Papier sind 60% mehr Compute Units verbaut, was in der Praxis für etwa 45% mehr Rechenpower sorgen sollte. Die Raytracing-Leistung hat sich im Vergleich zur klassischen PS5 auch merklich gesteigert. Die verbauten Raytracing-Einheiten sind dabei in noch keiner anderen GPU zu finden. Auch die CPU hat einen um 10% höheren Boost-Takt erhalten. Der Speicher hat sich im Vergleich zur PS5 mit 2 TB mehr als verdoppelt. Davon nutzbar sind etwa 1,8 TB. Upscaler wie FSR oder DLSS sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Ohne sie wäre die PlayStation 5 niemals in der Lage, moderne Games überhaupt mit spielbaren Framerates zu rendern. Jedoch kämpft die PlayStation 5 oft mit einer schlechten Bildqualität durch die geringe interne Renderauflösung und das Upscaling durch FSR. AMDs Upscaling-Lösung arbeitet rein softwarebasiert. Im Gegenteil dazu nutzt der beste Upscaler auf dem Markt, Nvidias DLSS, KI und dedizierte Hardware. Die PlayStation 5 Pro macht es DLSS gleich und kommt mit dem hauseigenen Upscaler, der PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR genannt wird. Dieser soll ein deutlich detaillierteres und ruhigeres Bild ermöglichen. Das klingt ja alles gut. Aber wie viel besser ist die Bildqualität im Vergleich zur klassischen PlayStation 5 wirklich? Bei Sonys Präsentation musste man die Unterschiede in der Grafik und der Bildqualität mit der Lupe suchen. Sie sind beim Zocken aber besser sichtbar, als ich euch in diesem Video zeigen kann. YouTubes Komprimierung zerstört leider viele Details. Vor allem, wenn ihr auf einem größeren Fernseher und mit geringem Abstand zockt, bietet die Pro oft ein schärferes und detaillierteres Bild. Doch der Unterschied rechtfertigt meiner Meinung nach niemals einen Aufpreis von 300 Euro. Aber schauen wir uns das mal genauer an. The Last of Us Part 2 bietet neben dem Quality Mode und dem Performance Mode noch den Pro Mode. Dieser soll mit 60 FPS laufen. Der Pro Mode skaliert dank PSSR das Spiel von 1440p auf 4K hoch. Dabei ist fast kein Unterschied zum Quality Mode erkennbar. Wenn man genau hinsieht, rendert PSSR sogar noch etwas mehr Details als das native 4K-Bild des Quality Modes. Diese Unterschiede fallen beim Zocken aber kaum auf. Wenn man den alten Performance Mode mit dem neuen Pro Mode vergleicht, fallen die Unterschiede jedoch direkt auf. Der Pro Mode ist wesentlich schärfer. Ich meine, schaut nur mal selbst. Auch Hogwarts Legacy bietet ein schärferes und klareres Bild. Der Performance Mode der PlayStation 5 Pro sieht sogar gleich gut, wenn nicht sogar etwas besser aus als der Fidelity Mode der klassischen PlayStation 5. PSSR macht auch hier einen wirklich guten Job. Auch in God of War wirkt das Bild dank PSSR Upscaling schärfer und löst mehr Details auf. Doch leider hat PSSR auch so seine Probleme. Zahlreiche Games haben Artefakte und ein unschönes Rauschen. Mir ist das zum Beispiel bei Dragon's Dogma 2 aufgefallen. Schaut doch nur mal das Gras an. Im PSSR Performance Mode werden praktisch alle Details verschluckt und es ist nur noch ein grüner Matschhaufen sichtbar. Es wird sich zeigen, ob die Game-Entwickler und Sony diese Probleme in Zukunft in den Griff bekommen. Sony hat ja versprochen, dass die Quality Modes von der PlayStation 5 auf der Pro mit 60 FPS laufen sollten. Keine Kompromisse also. Doch stimmt das wirklich? Um zu testen, wie viel mehr Leistung die PlayStation 5 Pro bietet, habe ich die Bildrate von 3 Games in verschiedenen Modes mit variabler Bildrate analysiert. The Last of Us bietet mit dem Pro Mode eine solide Performance von weit über 60 FPS. Und das, wie wir vorher gesehen haben, mit der Schärfe des Quality Modes. Das fühlt sich beim Zocken nochmals angenehmer und reaktiver an als nur mit 60 FPS. Der Performance Mode bietet sogar fast 120 FPS. Im Vergleich zur PlayStation 5 bietet die Pro dort teilweise über 20 FPS. Erst mehr. Die 45% Leistungssteigerung wird jedoch bei weitem nicht erreicht. Auch Hogwarts Legacy bietet im Performance Mode zwischen 60 und 80 FPS im Schloss. Und auch hier ist die Bildqualität dank PSSR besser als auf der normalen PlayStation 5. Doch fühlt sich das Gameplay nicht so reaktiv und fließend an wie bei The Last of Us Part 2. Ich vermute, das liegt an den ungleichen Frametimes. Im High Framerate Modus ist die Performance jedoch wesentlich besser und das Gameplay fühlt sich schön fließend an. Die Bildqualität leidet darunter jedoch sichtbar. Und zu guter Letzt noch God of War. Der ehemalige PS-Exklusivtitel läuft ähnlich wie The Last of Us super fließend mit weit über 60 FPS.
Das Spannende bei diesem Spiel ist, dass man zwischen der Kantenglättungsmethode TAA und dem Upscaler PSSR auswählen kann. Somit kann ermittelt werden, wie viel Leistung PSSR für das Hochskalieren braucht. Und ja, PSSR kommt nicht ohne Performance-Einbußen. Der Leistungsmodus läuft mit TAA mit deutlich höheren Frameraten. Doch der Unterschied lässt sich beim Zocken vernachlässigen. Dann nehme ich lieber das etwas schärfere Bild. Zumindest in den drei von mir getesteten Games hält die PlayStation 5 Pro Sonys Versprechen. Tatsächlich bekommt man ein ähnliches Bild, wie man es von den Quality Modes kennt, und das mit 60 oder mehr Bildern pro Sekunde. Wenn man jedoch die alten Performance Mode der PlayStation 5 ohne PSSR nutzt, spielt man in gewissen Games sogar mit fast 120 FPS. Ein weiteres angeblich großes Update zur PlayStation 5 soll die Raytracing Performance sein. Hogwarts Legacy bietet nicht nur Raytracing Schatten, sondern auch Reflexion. Und wow, das sieht wirklich gut aus. Den größten Unterschied sieht man im Schloss. In Hogsmeade sind die Verbesserungen kaum zu erkennen. Ja, die Schatten sehen besser aus und die Pfützen spiegeln die Umgebung schöner, das fällt beim Zocken aber nicht groß auf. Die Performance ist übrigens auch solide, 30 FPS werden meistens gut gehalten. Wenn man die variable Bildrate einschaltet, sind sogar 40 bis 60 FPS möglich. Jedoch ruckelt es dann schon ordentlich. Das Frame-Pacing in diesem Modus ist einfach schrecklich. Es stellt sich generell die Frage, ob Raytracing wirklich besser ist. Ja, ich meine, Path-Tracing, wie in Cyberpunk, sieht unglaublich gut aus. Aber die PlayStation 5 Pro hat trotz verbesserter Hardware dafür einfach zu wenig Leistung. Die Raytracing-Effekte, die übrig bleiben, sind oft so subtil, dass man sie getrost weglassen kann. Bis jetzt habe ich fast nur positiv über die Konsole gesprochen. Sie ist auch ziemlich gut, wäre da nicht der Preis von 800 Euro. Im Vergleich zur PlayStation 5 bekommt ihr zwar mehr Leistung und mit 2 TB mehr als doppelt so viel Speicher, aber an einer Pro-Konsole kein Disklaufwerk zu verbauen ist ziemlich schwach. Der Test hat gezeigt, dass man mit der PlayStation 5 Pro einige Games im Quality Mode der PlayStation 5 mit 60 FPS spielen kann. Es gibt auch immer mehr für die Pro-optimierte Games, die teilweise aber mit Problemen durch PSSR zu kämpfen haben. Insgesamt eine leistungsstarke Konsole, die aber einfach viel zu teuer ist. Für 800 Euro könnt ihr euch einen PC mit etwa der gleichen Leistung kaufen. Mit dem könnt ihr aber nicht nur zocken, sondern auch ganz viele andere, vor allem auch produktive Sachen machen. Oder ihr greift einfach zur Standard-PS5, bei der ihr ein wesentlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Was denkst du? Lohnt sich die PlayStation 5 Pro für das, was man bekommt? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, gebt gerne ein Like, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!